imagine all the people living for today. Die Ukraine erlebt oder erleidet gerade die größte Angriffswelle seit Wochen. Russland attackiert dabei vor allem die Energieversorgung mit Dutzenden Raketen. Betroffen sind unter anderem die Region um die Hauptstadt Kiew sowie Kharkiv im Osten des Landes. Ein besonders verheerender Angriff hat aber die Großstadt Dnipro in der Zentralukraine erschüttert. Eine russische Rakete zerstört ein 9-stöckiges Wohnhaus. Mindestens 29 Menschen werden getötet. Viele werden noch vermisst. Ungläubiges Starren. In Dnipro will so mancher heute nicht glauben, was ihm die Augen zeigen. Ein großer Teil eines 9-stöckigen Wohnhauses ist völlig zerstört. Wo gestern noch Menschen gelebt haben, klafft heute ein Loch. Nur noch selten vernehmen die Rettungskräfte Hilferufe, noch seltener können sie ihnen folgen, wie etwa zu dieser Frau, die heute Nachmittag aus den Trümmern befreit werden konnte. Russland überzieht die Ukraine gestern mit einer großen Angriffswelle. Ziel ist wie so oft die Energieversorgung. In zahlreichen Städten wird es dunkel. Doch in Dnipro wird ein Wohngebiet attackiert. Sofort beginnt man mit der Suche nach Überlebenden. Alle aus der Umgebung packen mit an, versuchen irgendwie mitzuhelfen. Die Regierung nennt den Angriff russischen Terror. Kann Russland gestoppt werden? Ja, sagt Präsident Zelensky. Was es dafür braucht, sind Waffen aus den Beständen unserer Partner. Während die Hilferufe aus Dnipro langsam verstummen, werden jene aus Kiew stetig lauter. Ist mir aus Moskau unser Russland-Korrespondent Christoph Wanner. Christoph, die Kampfhandlungen im Donbass, die finden wieder auf einer breiteren Linie statt. Und die russischen Kriegsreporter, die äußern sich jetzt doch auch wieder optimistisch. Was hörst du da? Also ich bin heute Morgen aufmerksam geworden auf einen Post eines renommierten russischen Kriegsbloggers Alexander Sladkov. Das ist so ein TV-Star hier beim Staatsfernsehen Rossiya und auch ein einflussreicher Blogger auf Telegram mit rund 1 Million Follower und natürlich dann die ganzen Reposts. Also man kann sich die Reichweite solcher Männer vorstellen. Und der hat heute Morgen Folgendes gepostet. Militär, Spezialoperation, greifen wir an oder nicht? Natürlich greifen wir an. Die Frage stellt sich nur, mit einer alten oder neuen Armee. Und dann hat Sladkov aufgeführt, dass man jetzt erst einmal die Truppen weiter auffüllen muss, besser ausrüsten muss, auf bürokratisches Prozedere verzichten müsse und alles tun müsse, damit die Truppen an der Front alles haben, was sie brauchen. Und dann müsse man schnellstmöglich zu einer Umstrukturierung übergehen. Das heißt, kürzere Kommandowege, mehr Flexibilität, mehr Mobilität, aufrüsten. Das war der Tenor dieses Posts. Und dann kam wieder ganz explizit das Narrativ der Russen, dass man sich in der Ukraine de facto im Krieg gegen die NATO befinde. Und dann ist mir noch ein zweiter Post aufgefallen von Juri Padalyaka, auch ein einflussreicher Mann. Der hat sich dann im Internet umgeguckt und bei Bloomberg auch eine Nachricht gefunden.
und dann geschrieben, dass der Westen der Ukraine bereits 410 Panzer geliefert habe, sowjetischen Ursprungs, 300 Schützenpanzer und 1100 gepanzerte Fahrzeuge, also Mannschaftstransporter vor allem. Und das ist eben genau die Lesart, die Russen hier wieder stark forcieren. Wir sind im Krieg gegen die NATO de facto. Wir müssen zusammenhalten. Wagenburg-Mentalität, Konsolidierung und dieser Krieg muss gewonnen werden. In der Ukraine intensiviert Russland seine Angriffe. Nachdem Putins Armee ein Hochhaus im Osten des Landes in Dnipro angegriffen hat, gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Es war der schwerste Angriff auf ein ziviles Ziel seit Monaten. Die NATO und Großbritannien haben als Reaktion weitere Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt. Sie sollen das Unmögliche doch noch möglich machen. Suchhunde durchkämmen die Ruine des Wohnhauses in der viertgrößten Stadt der Ukraine nach Überlebenden. Nach ukrainischen Angaben gibt es in Dnipro mindestens 30 Tote, darunter ein Kind und 73 Verletzte. Jene, die den Raketenbeschuss überlebt haben, fragen sich, warum sie in die Schusslinie der Russen geraten sind. Ich weiß nicht, vielleicht können uns die westlichen Partner mit neuer Raketenabwehr helfen. Hier gibt es doch kein einziges militärisches Ziel. Auch aus Cherson im Süden des Landes werden schwere Angriffe gemeldet. Auch hier werden Wohnhäuser getroffen, darunter ein Gebäude des Roten Kreuzes. Präsident Volodymyr Zelensky richtet sich in seiner abendlichen Videobotschaft direkt an die Russinnen und Russen. Jene, die es noch nicht getan haben, sollten diesen Terror verurteilen, sagt Zelensky auf Russisch. Während ukrainische Einheiten mit Raketenwerfern versuchen, sich in der Region um Bachmut aus der russischen Umklammerung zu befreien. Denn jetzt haben wir die Meldung bekommen. Frau Lambrecht, hat Bundeskanzler Olaf Scholz um ihre Entlassung gebeten. Das jetzt also eine Mitteilung aus ihrem Ministerium. Also jetzt um 10 Uhr ist es tatsächlich soweit gewesen. Darüber, wo über das ganze Wochenende spekuliert worden ist. Christine Lambrecht tritt als Verteidigungsministerin zurück, hat jetzt um ihre Entlassung gebeten bei Olaf Scholz. Umso spannender dann also die Frage, wer wird ihr folgen? Das aktuell noch nicht bekannt, aber über diese Einmeldung möchte ich sprechen. CDU-Generalsekretär Mario Chaya ist bei mir. Eine Nachricht, die Sie wahrscheinlich nicht mehr überrascht. Was bedeutet das aber jetzt? Wie schnell müssen wir erfahren, wer auf Frau Lambrecht folgen wird, gerade in Zeiten von Krieg in Europa? Ja, wir haben eine schwierige Situation in Europa. Wir haben Krieg in Europa und wir haben in dieser Woche ein wichtiges Treffen der Kontaktgruppe für die Ukraine-Unterstützung in Ramstein. Deswegen ist es jetzt extrem wichtig, dass die Truppe Klarheit hat, dass die Bundeswehr Bescheid weiß, wer sie führt. Und der Bundeskanzler Olaf Scholz muss jetzt sehr schnell handeln. Es war eine schwierige Situation über das ganze Wochenende. Wir hätten erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz frühzeitiger hier Entscheidungen trifft. Jetzt ist das gekommen, was wir an diesem Montag alle miteinander erwartet haben. Und wir brauchen jetzt schnell Klarheit und Kompetenz für die Bundeswehr. Nach der polnischen Regierung hat auch der britische Verteidigungsminister Ben Wallace Deutschland zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine aufgefordert. Gleichzeitig bestätigte Wallace die Überstellung von 14 britischen Challenger 2-Kampfpanzern in die Ukraine. An der Front in der ostukrainischen Region Luhansk äußerte sich ein Soldat über die Qualität britischer Artillerie. Wir sind sehr beeindruckt von den Ergebnissen. Ich will nicht übertreiben, aber es wurden ernsthafte Ziele getroffen, einschließlich feindlicher Infanterie. Alles ist in Ordnung. Wir arbeiten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky lobte die Ankündigung Großbritanniens, als erstes westliches Land Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Was in Dnipro geschehen ist, ist ein neuer Versuch Russlands, stärker die Initiative im Krieg zu ergreifen. Diese Art der Feindseligkeiten an der Front macht neue Entscheidungen in der Stärkung der Verteidigung erforderlich. All dies unterstreicht nur, wie wichtig es ist, unsere Bemühungen zu koordinieren. Bemühungen aller Mitglieder der Koalition zur Verteidigung der Ukraine und der Freiheit. Im US-Staat Oklahoma sind rund 100 ukrainische Soldatinnen und Soldaten eingetroffen, um mit der Ausbildung am Patriot-Raketenabwehrsystem zu beginnen. Damit kommt Kiew dem lang ersehnten besseren Schutz vor russischen Raketenangriffen näher. Sorge bereitet der ukrainischen Regierung vor allem die starke russische Truppenkonzentration im Donbass, nahe der besonders heftig umkämpften Orte Bachmut und Soledar. Freiwilligen Helfern gelang es, aus dem Dorf Paraskoivka nahe Soledar 7 Zivilistinnen und Zivilisten in Sicherheit zu bringen.
Imagina la gente viviendo en paz. Me llaman soñador.